Hallo und willkommen zu einem weiteren Modding-Video. In diesem Video wird es nicht um das Modding eines bestimmten Spiels gehen, sondern um eine Methode, mit der man nahezu jedes 3D-Spiel schöner aussehen lassen kann oder dem eigenen Geschmack anpassen kann. Es soll um Reshade gehen. Um einen Eindruck zu vermitteln, was man erreichen kann, habe ich hier mal ein paar Szenen aus Spielen zusammengeschnitten, die ich in der letzten Zeit gespielt habe. Zwei sind älteren Datums und eines recht aktuell. In dem Beispiel von Alice sieht man sehr schön, was sich erreichen lässt. Die Texturen werden schärfer, die Beleuchtung ist besser und ordentlich gefiltert wird auch. Natürlich gilt das nicht nur für alte Spiele, sondern auch bei aktuellen Spielen kann man immer noch etwas mit Reshade erreichen. Ich setze Reshade eigentlich bei fast jedem Spiel ein. Reshade und sein Vorgänger SweetFX, das ich ja schon in meinem Video zum Mass Effect Modding erwähnte, sind kleine Werkzeuge, die sich in die Render-Pipeline eines Spiels einklinken und Veränderungen vornehmen. Ohne in die technischen Details zu gehen, verändern diese Tools die Art und Weise, wie das Spiel bestimmte Dinge darstellt oder bearbeitet das vom Spiel ausgegebene Bild nach. Das soll es zur Technik schon gewesen sein. Eine Anmerkung zur Performance von Reshade. Bei modernen Grafikkarten kosten die meisten Effekte von Reshade nicht übermäßig viel Leistung. Bei älteren Grafikkarten kann das schon anders sein. Ich habe das mit einem Laptop probiert, der einige Jahre alt ist, und dabei haben bereits die normalen Shader beinahe 50% der Framerate gekostet. Ich werde mich im Folgenden um die Installation und das Verwenden von Reshade kümmern. Dabei werde ich zeigen, wie man Effekte auswählt und einstellt, Konfigurationen erzeugt und auch Tipps geben. In einem eigenen Video soll es dann darum gehen, wie man die alten Einstellungen von SweetFX, von denen es viele zum Herunterladen gibt, mit dem neuen Reshade verwendet. Auf der Seite von Reshade, reshade.me, findet man Reshade selbst, kann die aktuelle Version herunterladen. Es gibt ein Forum mit Hilfen, ältere Ausgaben, eine Liste von Spielen, darauf gehe ich später noch ein, und auch Presets. Als erstes sollte man sich natürlich Reshade herunterladen. Der Download besteht aus einer einzelnen Datei, nämlich dem Reshade-Setup. Mehr ist aber generell auch nicht notwendig. Um Reshade benutzen zu können, muss man wissen, wo die EXE, das heißt die ausführbare Datei des Spiels, liegt. Das ist gelegentlich nicht ganz einfach herauszufinden, deshalb möchte ich einige Methoden zeigen, wie man die entsprechende EXE findet. Nach der Installation bieten viele Spiele an, eine solche Verknüpfung auf der Oberfläche anzulegen. Über diese lässt sich leichter herausfinden, wo das Spiel eigentlich installiert ist. Ich habe nicht viele Spiele auf der Platte, die nicht von Steam oder Origin stammen, deshalb sind das hier alles alte Spiele. Zeige ich auf das Icon, wird mir der Ort, wo das Spiel abgelegt ist, angezeigt. Ich kann auch mit rechts darauf klicken und entweder Dateipfad öffnen wählen oder Eigenschaften. Unter Eigenschaften bekomme ich hier den Pfad angezeigt, gelegentlich auch hier noch, kann immer noch Dateipfad öffnen klicken. Öffne ich direkt den Dateipfad, lande ich im entsprechenden Verzeichnis. Hier zeigt die Verknüpfung auf die Start-Game-Exe, was ich für eine Art Launcher, also Starter, halten würde. Das hier ist das eigentliche Spiel. Und dieses müsste man auch auswählen, wenn man Reshade installiert. Anstatt eine Verknüpfung auf den Desktop zu legen, kann sich ein Spiel auch in das Startmenü eintragen. Sei es bei den Kacheln oder im normalen Startmenü. Hier genügt ebenfalls ein Rechtsklick. Mehr, Speicherort öffnen. Leider landet man jetzt im Ordner für das Startmenü und muss hier wiederum auf das Icon zeigen oder kann wieder über Rechtsklick, Eigenschaften oder Dateipfad öffnen arbeiten. Dann haben wir aber noch diese Verknüpfung. Hier hilft uns der Rechtsklick mit Eigenschaften nichts, da es sich um ein Steam-Spiel handelt. Steam erlaubt es mittlerweile, wie ich in einem anderen Video zeige, Spiele in unterschiedliche Verzeichnisse zu installieren. Man kann sich also entweder über die Einstellungen, Downloads, Steam-Bibliotheksordner anzeigen, wohin alle Steam-Spiele installiert werden. Oder aber man klickt das Spiel mit rechts an, wählt hier Eigenschaften, dann lokale Dateien und hier kann man dann lokale Dateien durchsuchen klicken und man landet im richtigen Verzeichnis. Leider ist das hier nicht ganz so eindeutig. Die eigentliche EXE liegt hier. Unter Bin X64.
Es kann also gelegentlich recht kompliziert sein, herauszufinden, wo ReShade tatsächlich hin installiert werden muss. Origin und auch andere Dienste machen es uns ebenfalls nicht leichter. Hier bekomme ich in meiner Bibliothek überhaupt keine Informationen, wo das Spiel tatsächlich installiert ist. Ich muss dann hier über Origin, Anwendungseinstellungen, Installation und Spielstände herausfinden, wo meine Spiele hin installiert werden. Dies ist der Pfad, in dem alle Origin-Spiele liegen. Wie schon bei The Witcher gezeigt, genügt gelegentlich der Pfad zum Spieleverzeichnis nicht. Deshalb hangel ich mich mal durch. Für zum Beispiel die Origin-Spiele bekomme ich ja nur den entsprechenden Pfad zu den Spielen, das heißt Daten, Games, Origin Games. Und hier sind dann die Unterverzeichnisse für die unter Origin installierten Spiele. Um mal einen komplizierten Pfad zu zeigen, Alice Madness Returns, das ist nicht das Spiel. Ich muss also unter Game, Alice 2, jetzt wird es schon schwieriger. Üblicherweise liegen die ausführbaren Dateien eines Spiels unter Binaries, Win32 und hier haben wir sie. Auch Steam macht es uns nicht gerade einfach. Hier unter Games Steam sind die eigentlichen Spiele meistens unter Steam Apps, dann Common und dann findet man das entsprechende Verzeichnis. Bei ARMA ist es zum Glück so, dass hier die ARMA-Exe direkt in dem Verzeichnis liegt. Es kann aber auch anders sein. Damit man sich nicht jetzt bei ReShade wieder durch diese ganze Verzeichnisstruktur klicken muss, kann man auch einfach hier oben reinklicken und den markierten Pfad kopieren mit STRG C oder mit rechten Mausklick. Genug des Vorgeplänkels, kommen wir endlich zu ReShade selbst. Um ReShade bei einem Spiel zu installieren, starte ich einfach das Setup, wähle mein Spiel, also indem ich einfach hier auf diesen Button klicke, und jetzt muss ich mein Spiel wählen. Entweder ich klickere mich durch die ganze Struktur oder ich klicke hier oben rein und füge den gerade kopierten Pfad ein. Nach einem Druck auf die Return-Taste lande ich im richtigen Verzeichnis. Ich wähle die Exe meines Spiels aus und klicke Öffnen. Jetzt muss ich noch auswählen, mit welcher Schnittstelle das Spiel arbeitet. Üblicherweise erkennt ReShade das selbst. Die meisten älteren Spiele verwenden DirectX 8 oder 9. Neuere 10, 11 oder 12. Es gibt aber auch einige OpenGL-Spiele. Ich klicke also hier auf DirectX 10 und er fragt mich, ob er seine Standardkollektion an Effekten und Shadern herunterladen soll. Das kann ich mit Ja beantworten, da ohne diese Shader sowieso gar nichts geht und ich mir zwar andere Shader auch besorgen könnte, aber ich möchte hier nur zeigen, wie es mit den Standard-Shadern funktioniert. Ich klicke also Ja und er lädt sie herunter und fragt mich als nächstes, welche er tatsächlich installieren soll. Ich lasse derzeit erstmal alle an und klicke OK. Auf die Optimierung dieser Sachen gehe ich später noch ein. Nach einem Klick auf OK ist ReShade erfolgreich installiert und ich kann dieses Fenster schließen. Wenn das so einfach ist, wird sich jetzt mancher fragen, wozu mache ich überhaupt ein Video dazu? Die reine Installation von ReShade bringt gar nichts. Die eigentliche Arbeit, das heißt das Einstellen der Effekte etc., muss ich seit ReShade 3 im Spiel leisten. Das gilt allerdings nur, wenn ich meinen eigenen Look zusammenstellen möchte. Ich kann auch Presets benutzen. Presets sind von anderen Nutzern generierte Voreinstellungen, die einen bestimmten Look des Spiels erzeugen. Zu finden sind sie unter ReShade Me, Presets oder die gleiche Liste gibt es auch unter sfx-thelazy.net Games. Hier kann ich mich entweder durch die Liste quälen oder ich suche einfach nach meinem Spiel. Ich bekomme angezeigt, ob es überhaupt Presets in der Datenbank gibt, klicke auf mein Spiel und bekomme eine Liste. Direkt mit ReShade verwenden kann man allerdings nur Presets, die für ReShade selbst gemacht sind. In dieser Datenbank hier findet man sehr viele Einstellungen für SweetFX in verschiedenen Versionen und andere. Wie man solche Presets für zum Beispiel SweetFX mit ReShade verwenden kann, darauf gehe ich in einem anderen Video ein. Hier soll es erstmal nur um ReShade selbst gehen. Ich klicke also meinen Preset-Eintrag an, bekomme eine Beschreibung, die natürlich meistens Englisch ist, und hier unten eine Galerie von Vergleichsbildern. Hier kann man sich recht gut einen Eindruck verschaffen, was ReShade bzw. dieses Preset mit der Grafik des Spiels anstellen wird.
Man kann sich nicht ganz generell darauf verlassen, dass es genauso aussehen wird, da das teilweise auch von der Monitoreinstellung abhängt. Die Verwendung eines solchen Presets ist recht einfach. Ich lade es einfach herunter, speichere es ab und muss es dann nur noch in das Verzeichnis des Spiels kopieren. Also dahin, wohin ich auch ReShade selbst installiert habe. So, ich habe das Preset einfach so in das Verzeichnis von Company of Heroes kopiert. Hier ist ReShade schon installiert und ich zeige jetzt mal, wie man das im Spiel einbindet. Einen ersten Hinweis darauf, dass ReShade läuft, erhalte ich hier oben. Das Laden der Effekte kann eine Weile dauern und auch deutlich den Spielestart verlangsamen. Gelegentlich ruckelt das Ganze auch ziemlich. Aber keine Panik, meist funktioniert das Ganze dann trotzdem sehr gut. Um ein Preset einzustellen, drücke ich Shift F2 und es erscheint dieser Dialog. Ist ReShade das erste Mal installiert, kommt noch eine Einführung. Das zeige ich auch mit einem anderen Spiel. Hier über das Dreieck kann ich zwischen den im Verzeichnis gefundenen Presets wechseln. Es gibt Innies und das ist die vorhin heruntergeladene und in das Verzeichnis kopierte Datei. Ich wähle sie einfach aus und ReShade startet sozusagen neu. Das heißt, es lädt sämtliche Effekte neu. Das kann wieder einen Moment dauern. Und jetzt läuft ReShade. Startet man ReShade in einem Spiel zum ersten Mal mit Shift F2, erscheint ein englischsprachiges Tutorial. Da ich jetzt aber alles Wichtige erläutere, kann man einfach Continue klicken. Damit die in der Folge zu machenden Einstellungen auch gespeichert werden, sollte man hier dem Preset einen Namen geben. Dieses wird dann direkt als Datei erzeugt. Also einfach hier auf Plus klicken und dann einen Namen vergeben. Nach einem Druck auf Return bzw. die Eingabetaste gelange ich in diese Ansicht. Hier wird nur kurz der Inhalt der Fenster erklärt, aber das mache ich gleich noch ausführlicher, also können wir einfach auf Continue klicken. Danach einfach auf Finish klicken. Jetzt sind wir in der Standardansicht von ReShade. Dieses Overlay kann man wie ein ganz normales Fenster verschieben. Noch ein paar Vorbemerkungen. ReShade ist mit den meisten Overlays, wie zum Beispiel dem vom Steam, kompatibel. Es kann aber vorkommen, dass sich andere Overlays und ReShade nicht so richtig vertragen. Des Weiteren habe ich auch schon Inkompatibilitäten mit verschiedener Aufnahme- oder Streaming-Software gefunden. Außerdem ist es empfehlenswert, in den Einstellungen des Spiels selbst Anti-Alias-Verfahren wie SMAA oder MSAA abzuschalten. Verschiedene ReShade-Effekte setzen das für eine korrekte Funktion voraus. Die Ansicht hier ist zweigeteilt. Im oberen Teil werden die Shader und Effekte angezeigt, die zur Verfügung stehen. Es sind recht viele und die Liste ist entsprechend lang. Um einen einzelnen Shader ein- bzw. abzuschalten, klickt man hier auf dieses Quadrat. Um sich ein wenig Überblick zu verschaffen, kann man mit den kleinen Dreiecken hier den Shader einklappen. Über diesen Knopf kann man sie alle wieder ausklappen und hier steht auch eine Suchfunktion zur Verfügung, falls man genau weiß, welchen Shader man einsetzen möchte. Im unteren Teil kann man die Parameter der einzelnen Shader verändern. Sie sind einzeln aufgelistet und werden nicht durch die Wahl eines Shaders in der oberen Liste umgeschaltet. Man kann natürlich die Standardwerte verwenden, aber für das Feintuning kann man an den meist numerischen Werten auch einfach spielen. Man kann sie mit der Maus oder auch direkt verändern. Um sie mit der Maus zu verändern, klicke ich einfach in das Feld und bewege bei gedrückter linker Maustaste die Maus nach links oder rechts. Für die numerische Eingabe klicke ich mit gedrückter Steuerungstaste mit links in das Feld. So kann ich direkt einen Wert eingeben. Es gibt aber auch Klapplisten, bei denen ich zwischen verschiedenen Optionen wählen kann. Es gibt sehr viele verschiedene Shader und es ist sehr schwierig bzw. unmöglich, allgemeine Empfehlungen zu geben. Die Grafik eines jeden Spieles sieht anders aus und die Effekte von ReShade wirken sich auch unterschiedlich aus. Hier ist einfach Experimentieren angesagt. Einfach verschiedene Shader an- und abschalten und die Kombinationen ausprobieren. Ich möchte nur kurz ein paar Shader zeigen, die ich recht oft nutze. Einige Shader, wie Curves oder auch Levels, die den Schwarz- bzw. Weißpunkt verändern, dürften Nutzern, die mit Bildbearbeitung Erfahrung haben, bekannt vorkommen. Auch die entsprechenden Einstellungen sind sehr ähnlich. Besonders gern benutze ich Adaptive Sharpen, Clarity und auch Levels. Ob einem das dann im Einzelnen gefällt, muss jeder selbst entscheiden. Man kann natürlich auch noch an den entsprechenden Einstellungen etwas verändern. Es stehen auch ungewöhnliche Effekte, wie zum Beispiel Cartoon, zur Verfügung, die bei Spielen, die sowieso schon eine Art Zeichentrickgrafik verwenden, diesen Effekt noch deutlich verstärkt.
Zum Glück haben die meisten Shader nur eine geringe Auswirkung auf die Performance des Spiels. Aber einige drücken die Framerate deutlich. Sie zu nutzen, kann den Unterschied zwischen flüssig spielen und unspielbar machen. Für einige Nutzer dürfte Deltanize interessant sein. Deltanize verändert die Ausgabe des Spiels so, dass Leute, die bestimmte Farbenblindheiten besitzen, dieses leichter erkennen können. Daneben gibt es auch Shader für verschiedene Effekte wie Depth of Field, Film Grain, Sharpen, verschiedene Anti-Aliasing-Modi und vieles, vieles mehr. MXAO zum Beispiel ist einer der Effekte, der massiv auf die Framerate drückt. Er verbessert zwar deutlich die Schattendarstellung, kann aber je nach Spiel durchaus 30% und mehr der durchschnittlichen Framerate kosten. Habe ich meine Effekte und Einstellungen gefunden, sollte ich mir die Shader merken oder aufschreiben. Diese Liste kann man zur Optimierung von Reshade nutzen. Wie, das zeige ich später. Zuerst sollte man aber in den Reiter Settings wechseln. Hier kann man verschiedene Einstellungen vornehmen. So kann man hier die Tastenkombination ändern, die Reshade aufruft, und eine Tastenkombination, die alle eingestellten Effekte an- und abschaltet. Möchte man keine Einstellungen an den Shadern mehr vornehmen, sollte man hier vom Configuration Mode auf den Performance Mode wechseln. Das beschleunigt den Start des Spiels und die Verarbeitung der Shader. In diesen Bereichen kann man die Pfade für die zur Reshade gehörenden Dateien festlegen. Meist ist es aber nicht notwendig. Unter Input Processing kann man einstellen, wie die Eingaben, zum Beispiel von der Maus, an das Spiel weitergereicht werden sollen. Entweder überhaupt nicht, nur nicht, wenn der Mauszeiger sich über dem Overlay befindet, oder immer. Und hier unten kann man die Tastenkombinationen und das Verzeichnis für Bildschirmfotos festlegen. Und natürlich auch das Format des Screenshots. Weiter unten kann man noch die Anzeigen von Reshade beeinflussen. Zum einen können die Farben der Oberfläche bestimmt werden und man kann eine Uhr, die hier oben erscheint, und die Anzeige von Framerate oder Frametime ein- und ausschalten. In diesem Bereich können Anweisungen für den Preprozessor eingetragen werden. Gelegentlich ist das notwendig. Die notwendigen Einstellungen findet man meist im Forum von Reshade. Dort sind auch weitere Hinweise zu finden, darauf gehe ich gleich noch ein. In den beiden letzten Reitern findet man Performance-Statistiken des Spiels und Informationen über Reshade selbst. Das Spiel, das ich gerade benutzt habe, zum Zeigen der Shader-Einstellungen, war Arma 3 und meine Arma INI ist jetzt automatisch erzeugt und enthält alle meine gemachten Einstellungen. Wie schon erwähnt, ist es durchaus nützlich, sich die verwendeten Shader aufzuschreiben oder anderweitig zu merken. Wenn man sicher ist, dass man keine weiteren einschalten wird, sondern seinen Look gefunden hat, kann man in das entsprechende Spieleverzeichnis gehen, hier unter Reshade Shaders, Shaders und die entsprechenden Dateien, die man nicht benötigt, einfach löschen. Dadurch wird der entsprechende Shader nicht mehr beim Spielestart geladen und das Ganze wird etwas performanter. Die erwähnten Informationen über den Preprozessor findet man meist hier im Forum. Man muss dann einfach nach dem Spiel suchen, mit dem man Probleme hat. Es gibt hier aber noch weitere Informationen. Hier unter Games erhalte ich eine Liste von recht vielen Spielen, bei denen mir erstens mitgeteilt wird, welches Render-API benutzt wird. Sollte Reshade es also nicht herausfinden oder ich unsicher sein, kann ich hier nachgucken, welches ich einstellen sollte. Und hier unter Status erfahre ich, ob es irgendwelche Probleme gibt. Bei Perfekt natürlich nicht. Gut kann gelegentlich Einschränkungen unterliegen. Es gibt aber auch Spiele, die schlicht und ergreifend gar nicht funktionieren mit Reshade. Aber wie man sieht, es gibt sehr viele, die gut oder perfekt funktionieren. Gelegentlich findet man hier auch Informationen, wohin eigentlich Reshade installiert werden soll. Damit sind wir am Ende dieses doch recht langen Videos angekommen, um die Problematik, wie man Presets für SuiteFX 1.5, 2.0 oder auch andere Versionen mit Reshade 3.0 verwendet, kümmere ich mich in einem eigenen Video. Ich hoffe, diese recht ausführliche Anleitung hat euch gefallen und ihr könnt in Zukunft die Vorteile von Reshade und damit schönere Spiele genießen. Wie immer freuen wir uns über Kommentare, einen Daumen und natürlich ganz besonders über ein Abo. Fragen, Probleme oder Vorschläge? Einfach in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.